Guck mal, was war damit? Ach du Scheiß. Oh. Copper Axe, Silver Pickaxe, Iron Pickaxe. Oh Gott. Ja, okay. Ja, da hat man eine Auswahl an Möglichkeiten, würde ich so behaupten. Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, obwohl, warte mal, kann ich auch... Oh, ein Eirenhelm. Dafür brauchen wir Leder, okay, damit es nicht so... Ja gut, aber Leder haben wir auch irgendwo rumfliegen. Das wird mega... Wird mega, mega, mega toll. Wenn wir gleich erstmal ausgerüstet sind. Oh, dann gehe ich in die Dungeon und dann werden so... Huch, Dino wieder. Alter, das wird mega toll. Okay, dafür brauchen wir Leder. Ein Iron Sword. Na, ich brauche mehr Iron. Ich schon. Ein Copper Circuit. Keine Ahnung. Was macht der? Ein Ring. Ach, war ich nicht live? Wie schön. Ich war nicht live, Leute. Ich war nicht live. Ein Copper Bar Ring. Ich weiß nicht, was da treibt, aber... Kann man den irgendwo hier tragen? Ach, Copper-Zirkel kann man auf dem Kopf tragen und bringt. Warte mal, Heals, 100 Mana, Armor, Strength, Agility. Oh Gott, was war Agility? Keinerlei. Okay, Armor geht dadurch hoch. Dadurch geht aber Range hoch, glaube ich. Und Agility. Ich glaube, Agility ist für den Bogen, oder? Kann das sein, dass das für den Bogen ist? Oh Gott, ich will mit dem Bogen schießen. Ich renne gerade übrigens mit dem Helm Hand rum. Kann ich irgendwas mit dem Bogen beschießen? Geh da drüben, kommen Sie mal her. Ja, also hier, ihr seid übrigens auch ein Bogen. Wir sollten uns auch vorsehen. Ja, ich kann nichts mit dem Bogen gerade beschießen. Ah, da ein Dubberglück. Also wenn das Ding für einen Bogen ist, dann ist mega. Aber sowas von. Da hinten nochmal Steine. Na gut, dann kann ich. 1, 6, 10. Okay. Es bringt, glaube ich, für den Bogen was. Das ist geil. Dann habt ihr genau das Richtige gecraftet für mich. Dann hätten wir genau das Richtige. Wenn wir dadurch den Bogenschaden erhöht haben. Geilomat! Oh Gott, hallo. Grüß dich. 9. 6, okay. Ja gut, es ist natürlich eine Variable, ne? Also kann natürlich auch ein kritischer Treffer mal kommen. Ich hätte gerade einen Baum aufgehauen. Da fliegt nochmal. Nö. Okay. Im hohen Gras ist ein Bogen scheiße. Weil das Problem ist, dass wir einfach nicht treffen. Ach, aber es geht aber. Es geht eigentlich. Lalalala. Ich liebe Bögen. Denn Bögen sind so toll. Lololol. Oh Gott, das war aber jetzt zwei ein bisschen in der Falle gerade, ey. Bin ja richtig bescheuert eingelaufen. Alter, wie oft haut der mich denn gerade? Der ist ja voll awesome. Okay, der ging. Warte mal, jetzt haben wir die normale. Doch, es geht dann. Iron oder so. Leider haben sie es wirklich auch mit der Musik wieder so gemacht. So, ja, ich bin mal da und mal eben nicht. Tralali, tralalu. Darüber bin ich gar nicht froh. Das ist, ja, weiß ich nicht. Also ich habe das damals schon mal mit Minecraft so gemacht. Dass ich hingegangen bin und habe gesagt, okay. Ich lade einfach die Lieder in eine Playliste, damit ich eine konstante Musikbeschallung habe und nicht
Mal da, mal nicht, weil es hat mich so genervt. In dem Sinne, okay, wir können. Ach, cool. Aber wir können uns hier vielleicht durchkommen. Ja, hack mal einfach den Baum da oben um. Ich sag nur, irgendwann trifft man auch wieder, ne? Da kommt eine Fledermaus. Ah, tatsächlich bis zu 10, also ist schon cool. Ah, mein Ohr juckt. Ja, leider wird das Spiel wohl nicht so schnell im Game Shop verfügbar sein. Denke ich mal. Aber ich guck mal. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Weil es ist ja noch im Early Access und so weiter und so fort. Und ja, aber es kostet auch nur. Muss man mal dazu sagen. Es kostet nur 15 Euro aktuell. Und hey, das ist es definitiv wert, finde ich bisher. Also. Ich hab schon Schlimmeres gesehen, sag ich mal, ne? Ich hab schon wesentlich Schlimmeres gesehen. So, und wenn man hier sieht, wie viel Kram man hier machen kann, ne? Also, wow, ist schon geil. So, hier haben wir ein Fass, ich fass es nicht. Warte mal, hier haben wir ein Door, genau, eine Tür. Ich kann ja mal eine Tür craften und dann bauen wir schon mal eine Haustür ein. Und wohin auch immer die sollen. Sein soll. Prost. Ja, weiß ich nicht. Also kann man hier einfach eine Tür bauen? So. Haben eine Tür? Ah, E zum Drehen. Ah, cool, E. Guck mal, Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu. Ja, ich glaube, ich baue die hier oben. So, ich hätte sie drehen sollen. Na gut, jetzt ist es so. So, jetzt ist natürlich die gute Frage. Kann hier Wände und so weiter aufbauen? Wooden Plank. Ich weiß, was das bringen wird, aber ich mach mal 10. Achso, das ist hier Fußboden. Oder was? Okay. Kann ich nicht platzieren, sagt er. Hier geht's, oder was? Auch nicht. Okay, Tür kann ich irgendwo in der Wildnis, aber das soll ich nicht. Okay, warte mal. Ich mach mal noch eine zweite Truhe hier vor. Wo ging das? War das hier? Ja. Dann können wir nicht die große Truhe bauen, weil die macht viel mehr Sinn. Also das mit dem Aufheben ist doch teilweise komisch. Die Truhen kann man nicht drehen, okay. Keine Drehtruhen. Ich will da mal kurz hin. Betten kann man drehen. Also ja, wir haben Betten. Yay. Ich bin auch so mal. Nee, das geht gar nicht anders. Es geht nur so rum. Darf man die Betten nicht zusammenstellen? Ich will zusammen die Betten haben. Auf die, das fällt nicht gleich komplett aus. Nein, nein, das ist für Minecraft. Er sagt, ach so geht.
kann ich denn die Betten nicht zusammenstellen? Nicht doof. Landen die nicht bei der Dings auch zusammen irgendwie? Vielleicht geht das nur so zusammen. Aha, so geht's. Andersrum, nein. Macht keinen Sinn, Leute. Fragt bitte nicht nach, aber ja, Wallbaum. Es kann mit der Textur oder irgendwas zusammenhängen. Man weiß es nicht, man munkelt nur. Was da im Argen liegt. So, warte mal, mit Klaus müsste ich doch ein. Ja, so, und wir können ganz viel String bauen. Ich weiß gar nicht, ob jemand noch zu meiner Welt dann zustoßen könnte. Oder so. Wäre ja eine Möglichkeit. Nö, ich bin eigentlich für. Man könnte ja mal Böden herstellen. Und gucken, ob man die irgendwie verpflanzen kann. Okay, das ist ein Stone Moor. Also, Stone geht. Warum geht kein Holz? Mein Holz. Das müssen wir nicht verstehen. Ja, Holz geht überhaupt nicht. Juti, dann packen wir das mal wieder weg. Aber trotzdem, die Bäume müssen ja auch mal weg. Also ich finde das Spiel schon sehr, sehr, sehr nice. So, aber ich glaube, ich werde jetzt erstmal für heute Schluss machen. Ja. Ihr merkt schon, ich bin knallwach und so. Genau deswegen werde ich jetzt auch Schluss machen. Aber ich würde sagen, dann gehen wir gleich nach getaner Arbeit ins Bettchen. Vor allem ist es gerade Nacht. Ich bin gespannt, ob wir irgendwie ins Bettchen. Was? Spawnpunkt saved. Ah, also die Betten sind nur zum Spawnen da. Tag und Nacht ist voll egal. Okay, gut zu wissen. Ja, dann würde ich sagen. Das sollte der erste wohl mögliche Eindruck sein. Bisschen lang. Ich glaube, ich habe jetzt schon 2 Stunden gestreamt. Aber man sieht, es macht mega Laune. Bock. Ich kann es empfehlen und ja. Ja, also wenn man so. Ja. Mit der Grafik und einem Blackout. Manche tun es ja leider nicht. Hey. Eben das, was ihm gefällt. Ihr gefällt und von daher. Okay. So, aber ich werde jetzt dann mal und wünsche euch noch eine gute Nacht. Wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder. Bis dahin, denne. Tschüdelülü. So, meine lieben Freunde, ich will euch nicht länger warten lassen. Da sind wir auch wieder. Und wir haben den Chat wieder angemacht. Yay, Chatty. So, nein, ich nutze gar keinen Chat. Ich nutze Restream. Chatbot. Das Ding sich. Sollte man auch haben. Ich kenne so viele, die irgendwie Restreams benutzen. Aber den Chatbot davon nicht. Und dementsprechend bist du dann auf mehreren Plattformen zwar da,
Aber